أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Al-Abamah, dem Barmherzigen, dem Herr vom jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und jene, die ihn folgen werden, bis zum Tag der Auferstehung, bis zum Tag der Abrechnung, bis zu dem Tag, wo jeder Mensch nach seinen Taten befragt wird und die Taten des Menschen gewogen werden und gemäß seiner Taten dann entweder ewige Glückseligkeit bekommen wird oder eine ewige Strafe oder eine zeitliche Strafe. Möge Allah uns von denjenigen machen, die das Paradies betreten werden. Brüder und Schwestern im Islam, der Muslim an sich selbst hat Eigenschaften, die ihn auszeichnen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns Dinge mitgegeben für den Umgang miteinander, den Umgang, den wir haben untereinander, damit wir die Gemeinde, in Gemeinschaft sind, die Brüderlichkeit, die Geschwisterlichkeit bewahren. Und ich werde eine Eigenschaft erwähnen, eine Sache erwähnen, zur Erinnerung, damit wir uns daran erinnern, weil es gibt Dinge, liebe Geschwister, man vergisst sie einfach sehr schnell. Und es gibt Dinge, wenn wir sie nicht wiederholen, geraten sie so in der Vergesslichkeit, dass man sie gar nicht mehr ausübt. Und deswegen erinnern wir uns an Sachen. Ich belehre euch heute nicht etwas, was neu ist. Ich belehre heute euch etwas, was ihr noch nie gehört habt. Ich werde Dinge erwähnen, die ihr auf jeden Fall gehört habt. Auch wenn ein, zwei Dinge neu sein sollten, das meiste davon kennen wir. Das meiste davon haben wir schon mal gehört. Und darum erinnern wir uns. Wenn wir sagen erinnern, meinen wir damit, liebe Geschwister, Dinge, die wir schon gehört haben. Man erinnert an Sachen, die man kennt. Man erinnert nicht an Sachen, die man nicht mehr kennt. Wenn ich dir sage, du hast am Mittwoch einen Termin beim Arzt, dann erinnere ich dich daran. Das heißt nicht, dass du nicht weißt, was du einen Termin hast, du hast es nur vergessen. Und ich erinnere dich daran, damit du nochmal daran denkst, du hast am Mittwoch deinen Termin. So werde ich heute mich und euch eine Eigenschaften erinnern, damit wir diese Eigenschaft nicht vergessen und der Gemeinschaftssinn, die Brüderlichkeit, der Umgang miteinander, liebe Geschwister, nicht verloren geht. Im Bereich Al-Fiqh haben wir, liebe Geschwister, Ibadat, haben wir zum Beispiel Anbetungen gegenüber Allah Azza wa Jal. Dann haben wir auch Mu'amalat, Umgang miteinander. Es gibt Dinge wie zum Beispiel der Umgang beim Verkaufen, der Umgang beim Einkaufen oder beim Kaufen, der Umgang mit dem Bruder, der Umgang mit der Schwester, der Umgang mit den Kindern, der Umgang mit der Familie, der Umgang mit der Gesellschaft, der Umgang mit den Muslimen, mit den Nicht-Muslimen. Der Islam, liebe Geschwister, hat all diese Themen bedeckt und hat über all diesen Themen Urteile gegeben, wie wir uns zu verhalten haben, in jeder Situation. Wir gehen nicht durch das Leben blind und machen gerade, wie es uns gefällt. Wir machen es so, liebe Geschwister, wie der beste Mensch für uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es beigebracht hat. Der war für uns ein Vorbild. Der letzte Gesandte Allahs alaihi wasallam war für uns ein Vorbild darin. Und hat gezeigt und hat, liebe Geschwister, uns beigebracht, wie hast du dich zu verhalten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zum Beispiel eine Eigenschaft vom Prophet alaihi wasallam, was bei uns verloren geht, um die nur zu erwähnen, das ist nicht die Eigenschaft, die ich eigentlich eingehen möchte, ist, dass er immer zu denjenigen gut war oder sehr gut war, die zu ihm schlecht waren. Und sie immer gut behandelt hat. Davon aber, liebe Geschwister, reden wenige, geschweige die Nicht-Muslime. Weil man will nicht das Gute und das Schöne den Leuten mitgeben. Man will nicht die Güte des Islams den Menschen mitgeben. Man versucht immer Dinge so zu drehen und so zu zeigen, als würden wir aussehen wie Menschenfresser. Als würden wir Leute sein, die nie Benehmen beigebracht bekommen haben. Aber verwunderlich ist immer, wenn ein Mensch die Moschee besucht, wenn er Muslime besucht und unter Muslimen verweilt, immer dasselbe von dem hörst. Boah, habe ich noch nie gesehen. Diese Brüderlichkeit, diese... Man umarmt sich und man grüßt sich und man macht und man teilt Essen. Ich kann mich erinnern, liebe Geschwister. Und ich erwähne das vor meinem Vortrag, weil ich habe ja mitbekommen, bevor wir hingekommen sind, was los war und was man so erzählt hat.
und was die Medien so immer zu schaffen bringen, ja, dass sie Menschen so richtig Angst bekommen. Wir waren in der Moschee, das war im Ramadan, das war ungefähr so vor 3-4 Jahren, dass die Moschee bei uns offen war. Und wir saßen, wir hatten Iftar und wir hatten ein bisschen Suppe und Fleisch, aber nicht für alle Mann. Wir hatten vielleicht für 10 Mann da Sachen, aber wir waren ungefähr 20 Leute. Das ist die eine Hälfte hat Suppe gegessen und Fleisch und die andere Hälfte, wo es nicht gereicht hat, haben nur Kekse gegessen. Vielleicht von einem Suppenteller haben 3 Leute gegessen. Und da war ein Nicht-Muslim, ein Italiener. Und auf einmal steht er auf, fliegt voll aus. Der sagt, ich glaub das nicht. Und wir sagen, was ist mit dir los? Der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Hälfte Fleisch ist, die andere nicht, aber keiner meckert. Das habe ich nirgendwo gesehen. Wenn wir woanders jetzt wären und die eine Hälfte etwas bekommt, die andere nicht, die hat nicht geboxt. Das habe ich nirgendwo gesehen. Ich habe gesagt, warum sollen wir nicht meckern? Wir sind damit zufrieden, was kommt. Aber diese Eigenschaften bekommt der Muslim erst mal, liebe Geschwister, wenn er versucht, den Islam zu verstehen und den Islam umzusetzen. Wenn er versucht, liebe Geschwister, die Mitte, die diese Religion mitbringt, diese goldene Mitte auszuüben. Nicht ins Übertriebene und nicht ins Untertriebene läuft. Und deswegen, liebe Geschwister, werde ich heute einen Umgang, den wir untereinander haben sollten, der wichtig ist für jeden Bruder und Schwester. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dieser Hadith muttafaqun alaihi, der ist in Bukhari und Muslim authentisch, authentischer Hadith, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Keiner ist eher gläubig, bis er das für seinen Bruder liebt, bis er das für seinen Bruder gönnt, bis er das für seinen Bruder wünscht. Keiner ist eher gläubig, bis er das tut, bis er das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst, für seine eigene Seele, für seine eigene Nefs gönnt oder liebt oder sich wünscht. Ungefähr Übersetzung des Hadith. Authentischer Hadith. Ein authentischer Hadith, der besagt, dass keiner eher gläubig ist. Und hier müssen wir es verstehen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Hadith, keiner ist eher gläubig, dann meint er nicht damit, dass wenn du es nicht tust, weil eine sehr schwere Eigenschaft leider ist, liebe Geschwister, dasselbe zu gönnen, was du dir gönnst. Das heißt, dass du im Islam, du bist aus dem Islam raus. Weil es gibt Menschen, leider heutzutage, die versuchen, liebe Geschwister, die Dinge zwischen Iman und Kufur immer so ganz klar darzustellen. Die sagen, die Sache ist klar. Die Aya im Koran ist klar. Der Hadith ist klar. Das ist Kufur, das ist Iman. Aber es gibt Erklärungen in diesem Bereich. Es gibt Dinge, die wir verstehen müssen. Du kannst nicht dahin gehen und sagen, ist klar, weil Gelehrten vor dir, Rechtsgelehrten, graue Haare bekommen haben, bis sie diese Dinge erklärt haben. Und dann kommst du als ein kleiner Mann und behauptest, dass die Dinge klar sind. Geschwister im Glauben, wenn der Prophet sagt, Le yukminu ahadukum, keiner ist eher gläubig, bis er das lebt für seinen Bruder, was er für sich selbst liebt, heißt das, er hat die Vollkommenheit des Iman, die Vollkommenheit des Glaubens nicht erreicht. Das heißt, er hat eine Lücke in seinem Glauben. Er hat ein Fehl, es fehlt etwas in seinem Iman. Das heißt, es ist nicht vollkommen. Warum? Beweis, anderer Beweis, liebe Geschwister, im Koran heißt es, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasul. Oh, die ihr glaubt, sagt Allah im Koran, oh, die ihr glaubt, und er spricht die Gläubigen an, diejenigen, die an Allah glauben. Ja, ja, ayyuhalladhina amanu. Oh, die ihr glaubt, glaubt an Allah und seinen Propheten. Guck mal, wie Allah so die Gläubigen anspricht. Heißt das, diejenigen, die glauben, glauben jetzt nicht? Nein, es heißt, diejenigen, die glauben, sollen ihren Glauben verinnerlichen, vervollständigen. Denn ein wahrer Gläubiger zu sein, wahren Glauben zu besitzen, den Iman zu verinnerlichen, ist nicht ein Ding, was du von heute auf morgen erreicht. Das sind Stufen. Deswegen, wir kennen die Stufen der Religion und die kennt jeder. Die Stufen der Religion, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Al-Muslim, Al-Mu'min, Al-Muhsin. Der Islam, liebe Geschwister, der Iman, der wahre Glaube, der Feind, der Glauben, den man verinnerlicht und Al-Ihsan. Der Gutes tun, der Muhsin, der Gutes tun oder das Gute zu tun. Die Gütigkeit, kann man sagen. Ist schwer zu übersetzen auf Deutsch. Aber ungefähr, dass man das versteht. Das bedeutet, das sind Stufen. Derjenige, der Muslim, der die 5 Säulen praktiziert im Islam, der bestätigt hat, die Einigkeit von Allah Azza wa Jal und den Prophet Muhammad als Prophet bestätigt hat. Und dann, liebe Geschwister, kommt der Mu'min, derjenige, der die Dinge verinnerlicht hat. Den Glauben an Allah verinnerlicht hat. Den Glauben an den Propheten verinnerlicht hat. Den Glauben an die Engel verinnerlicht hat, liebe Geschwister. Den Glauben am jüngsten Tag verinnerlicht hat.
Guck mal, der Ali radiallahu an, liebe Geschwister, ein Gefährter des Propheten, was erzählt er? Eines Morgens geht er auf die Kanzel, auf der Mimbar, ohne Khutba. Das war nach Salat al-Fajr. Steht auf und redet. Und redet zu den Leuten, die vor ihm waren. Das heißt, er war ein Sahabi und diejenigen, die vor ihm standen, leben schon ein Tabi'un. Diejenigen, die vor dem Sahaba gelernt haben. Und ich kenne einen Tabi'in namens Hassan al-Basri. Zum Beispiel. Solche Menschen saßen bei ihm. Was sagt Ali radiallahu an? Er sagt, ich kannte die Sahaba. Er sagt, ich kannte die Gefährten des Propheten, die den Propheten gesehen haben, an ihn geglaubt haben und so gestorben sind. Er sagt, ich kannte sie. Sie waren immer mit, ihre Haare waren immer durcheinander und sie haben viel sich mit Koranlesen beschäftigt. Und sie haben viel Sujud gemacht und viel Rukur gemacht und viel gebetet. Und wenn sie an den jüngsten Tag gedacht haben, dann haben sie gezittert wie Bäume, die von starkem Wind getroffen werden. Das ist Iman verinnerlichen, wenn wir reden von Iman verinnerlichen. Ich glaube an Yom al-Qiyamah. Jeder sagt, ich glaube am jüngsten Tag. Aber guck mal, diese Gefährten des Propheten, wenn sie an den jüngsten Tag gedacht haben, sie haben gezittert wie Bäume. Sie haben gezittert wie kleine Kinder. Sie konnten nicht einschlafen. So ein Furcht, Ehrfurcht hatten sie, liebe Geschwister. Wenn wir von Al-Iman reden. Und liebe Geschwister, dann kommt nach dem Al-Iman kommt Ihsan. Kommt dieses Gutes tun, die Gütigkeit, aber die wahre Güte, liebe Geschwister. Wenn was, wie der Prophet sallam erklärt, wenn ein Mann, ein Muslim, Allah azza wa jal dient, als würde er Allah sehen. Aber sieht ein Mensch Allah? Nein. Er weiß aber, dass Allah ihn sieht. Und deswegen dient er mit einem Gottesfurcht, mit einer Verinnerlichung. Wenn er im Gebet steht, steht er eigentlich mit Herz und Geist und Seele im Gebet. Nicht, wenn wir manche von uns, wenn wir im Gebet stehen, wir stehen im Gebet, körperlich, aber seelisch sind wir zu Hause. Seelisch sind wir in unserer Arbeit, seelisch sind wir im Geschäft, seelisch gehen wir unsere Finanzen durch. Ja, oder unsere Sorgen. Davon reden wir, liebe Geschwister. Deswegen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner ist eher gläubig, bis er das für seinen Bruder liebt, was er für sich, für seinen eigenen Nefs liebt, meint er nicht, der ist kein Muslim, oder der geht aus dem Iman raus. Er hat den Iman nicht vervollständigt. Er hat eine Lücke in seinem Iman. Und dieser Hadith ist bekannt. Die meisten Muslime kennen diesen Hadith. Und man hat ihn öfters in Khutbah gehört oder im Ders. Hat man diesen Hadith erwähnt, wenn man über Brüderlichkeit gesprochen hat. Das ist also Al-Hadith Ma'ruf, der ist sehr bekannt unter uns. Aber das Problem ist, liebe Geschwister, was verstehen wir, wenn wir einen Ausspruch des Propheten hören? Verstehen wir das, was wir wollen oder was wir verstehen müssen? Nehmen wir nur das, was wir möchten, oder nehmen wir wirklich auch das an, was wir nehmen müssen oder annehmen müssen? Liebe Geschwister, zu einem ehrlichen Muslim, der sich wahrlich für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht, vergiss nicht, für seinen Bruder in seiner Abwesenheit zu beten. Ein ehrlicher, wahrer Muslim, der sagt, ich wünsche das meinem Bruder, ich gönne das meinem Bruder, meiner Schwester, was ich mir selber gönne. Wenn der Prophet sagt in Hadith, keiner ist ergläubig, der für seinen Bruder das wünscht, damit ist die Frau mitgemeint. Wenn er sagt, ich gönne das diesen Muslim und der Muslima, gönne ich dasselbe. Ich gönne mir Jannah, ich gönne ihm Jannah. Ich gönne mir Vergebung, ich gönne ihm Vergebung. Ich gönne mir Reichtum, ich gönne ihm den Reichtum. Ich gönne mir Gesundheit, ich gönne den auch Gesundheit. Liebe Geschwister, dieser ehrliche Muslim, der das sagt und verinnerlicht, er vergisst nicht seinen Bruder in der Abwesenheit, wenn er Dua macht, wenn er dafür betet, wenn er Bittgebet macht. Denn es gibt einen Hadith, liebe Geschwister, bei Bukhari. Der Prophet Muhammad alaihi salatu wasalam sagt, liebe Geschwister, das am schnellsten beantwortete Gebet ist das Bittgebet, die Dua eines Mannes für seinen abwesenden Bruder. Das am schnellsten beantwortete Gebet, die am schnellsten beantwortete Dua von Allah subhanahu wa ta'ala ist wann? Wenn ein Muslim für wen betet? Für sich? Für seinen Bruder welchen? Der nicht anwesend ist. Du bist im Sujud und der Prophet a.s. sagt, Aqrabu Makan, die nächste Stelle zu Allah ist die Niederwerfung. Wenn der Mensch sein Gesicht und sein Haupt sich damit niederwirft, sagt der Prophet, das ist die nächste Stelle zu Allah und du willst Dua machen, welche Dua wird am schnellsten beantwortet, wenn du dann an den Bruder oder an diese Schwester denkst, die nicht mit uns ist. Jetzt stelle ich eine Frage. Die Frage lautet, liebe Geschwister, wer von uns hat das letzte Mal Bittgebet gesprochen in sein Gebet
für den Bruder oder diese Schwester, die von uns gegangen ist, die schon gestorben sind. Und ich denke mir, in den Jamaa, in unserer Gemeinschaft hier, habt ihr bestimmt einen Bruder oder eine Schwester, die gestorben ist. Sei es durch Alter, durch Krankheit, durch Unfall. Wann hast du das letzte Mal für diese Person Dua gesprochen? Weil die ist jetzt im Grab. Und was hilft dieser Person im Grab? In diese Zwischenwelt, zwischen Diesseits und Jenseits, kommt das Grab, liebe Geschwister. So, jetzt braucht die, was nutzt dieser Frau, was nutzt dieser Mann, dieser Bruder und dieser Schwester? Es nutzt das Bittgebet, die Dua nutzt was. So, wann haben wir das letzte Mal für diese Geschwister gebetet und Dua gemacht? Diese Frage, die muss man nicht jetzt antworten, die beantwortet jeder in sich selber. Du kennst mindestens eine Person, der gestorben ist, Muslim war, liebe Geschwister, und deine Dua benötigt. Und deine Dua braucht. Jetzt, wann hast du das letzte Mal im Sujud gesagt, oh Allah, vergibe diesen und diesen Bruder. Oh Allah, vergibe diesen und diese Schwester. Oh Allah, mache ihr Grab weit. Oh Allah, gib ihr Licht im Grab. Oh Allah, mach ihre Befragung leicht. Oh Allah, gib ihr das Paradies. Brüder, wir vergessen Tote, Menschen, die von uns gehen, nachdem wir Salatul Janaza gemacht haben und wir haben sie begraben, dann am nächsten Tag denkt keiner mehr an sie vielleicht. Außer du warst mit ihnen verwandt. Oder du stehst mit dieser Person nah, dann denkst du erst an diese Person. Aber nach Tagen vergisst du sie auch und erwähnst du sie nicht mehr. Das heißt, der Schicksal sagt es nur im ersten Moment, wenn du hörst, er ist gestorben. Dann denkt jeder, oh, ist verwirrt. Und wenn wir dann die Leiche reinbringen, dann jeder will nicht die nächste Leiche sein. Ja, keiner denkt, ich bin der Nächste, weil das ist dein Ausgang. Früher oder später, ob du glaubst, nicht glaubst, ob du Gott bestätigen möchtest, nicht bestätigen willst, ob du Islam umsetzt, nicht umsetzt, es gibt ein Gesetz in diesem Leben, das wird dich erreichen. Das ist das Sterben. Du gehst von dieser Erde, ob du willst oder nicht, du kannst dich widersetzen, du kannst dich auf den Boden schmeißen, du kannst weinen, du wirst sterben. Es geht nicht, du musst damit abfinden. Du kannst dich einfrieren lassen. Und es gibt Leute, die lassen dich einfrieren, oder? Die lassen dich einfrieren und sagen, ich werde in 100 Jahren mich dann auswählen lassen oder, und dann komme ich wieder raus. Aber in 100 Jahren lebt derjenige, der den eingefroren hat, lebt auch nicht mehr. Ja, und die bleiben eingefroren. Und dann kommt der Nächste stirbt. Irgendwann wirst du nie, du wirst sterben. Man kann den Tod nicht austricksen. Man kann den Tod nicht austricksen. Es ist ein Gesetz, was von Gott bestimmt worden ist. Du wirst von diesem Leben gehen. Das muss jedem Menschen bewusst sein. Und uns Muslimen muss das noch näher bewusst sein. Wir sollten darüber nachdenken. Und wir sollen den Tod nicht mit etwas verbinden, was schlecht ist. Das heißt, dieser Gedanke sofort schlecht, du stößt das ab. Heutzutage in der Gesellschaft, wenn du den Tod ansprichst, die Leute wollen nichts von hören. Und wenn du in den Medien das Sterben hörst oder über Tote hörst, dann sind das nur Zahlen. Ja, 4 Deutsche sind gestorben, Mallorca, 5 Deutsche in Indonesien, war Schiffsbruch, keine Ahnung, sind gestorben. Zwar jetzt in Deutschland. Ja, in der Schweiz sagen, ja, 5 Schweizer dort. Man erwähnt nur Zahlen. Man denkt gar nicht darüber nach. Es ist eine Zeit, liebe Geschwister, wo das Sterben uns nicht zum Nachdenken bringt. Aber jeder hat hinter seinem Rücken eine Nummer, die sagt, du bist der Nächste. Du bist die Nummer 10, ich bin die Nummer 7, der eine ist die Nummer 4, der eine ist ganz sofort die Nummer 2. Das ist ganz klar, liebe Geschwister. Das ist eine klare Sache. Das heißt, was wir heute uns mitnehmen oder nahelegen möchten, ist das Bittgebet für die abwesende Person, die nicht mit uns ist, die nicht bei uns ist, die du nicht jeden Tag siehst. Oder zum Beispiel, du gehst zum Hajj, du gehst zur Umrah, du machst die Pilgerfahrt, die große oder die kleine, und du gehst dahin und dann, weißt du, das ist eine große Ibadah, und wir wissen, in diesem Ort, das Bittgebet ist hoch angerechnet, am Yom al-Arafah. Denkst du am Yom al-Arafah nur an dich, oder denkst du auch an diejenigen, die nicht bei dir sind? Deswegen, liebe Geschwister, in einem Hadith bei Tirmidhi, Umar radiallahu anhu ging zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und er bittet um Erlaubnis für die Verrichtung der Umrah. Beim Prophet, also ob der gehen kann, ob der lassen kann, dass er geht zur Umrah. Und der Prophet alaihi wasallam, also der Hadith fängt an, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis, die Umrah zu verrichten. Und er gab mir die Erlaubnis und sagte, vergiss uns nicht in deinen Gebeten. Ich sagte mir etwas, das mir mehr als die ganze Welt, oder er sagte mir etwas, das mir mehr als die ganze Welt bedeutet. Ja, der Prophet, was hat zum Umar radiallahu anhu gesagt? Der will zu Umar gehen, der hat gesagt, du kannst gehen zu Umar, aber vergiss uns nicht in deine Gebete. Das ist sehr wichtig, das heißt, er hat ihm nahegelegt, denke an uns, wenn wir nicht bei dir sind. Das ist, liebe Geschwister, wenn der Prophet sowas nahelegt dem Muslim, dann müssen wir es ernst nehmen.
und sagen, okay, ich gehe und mache eine große Anbetung gegenüber Allah, eine wichtige Anbetung, ich bin jetzt verreist, ich verreise und wir wissen, das Gebet in der Reise ist hoch angerechnet, ich gehe zum Hajj, dort ist das Gebet auch angerechnet, ich im Yom am Ramadan, das Gebet in der Nacht, ich bin nachts aufgestanden und bete und habe meinen Schlaf gebrochen, um an Allah zu denken und ihn anzubeten und bete zu ihm, was erwähne ich, wem erwähne ich? Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Die Sahaba radiallahu anhum haben dies verstanden gehabt und haben immer darum gebetet, ihre Brüder, dass sie Gebet machen für sie, dass sie Dua für sie machen. Und haben immer darum gebeten, liebe Geschwister. Und das waren bei den Muslimen, also bei den muslimischen Männern, so wie auch bei den muslimischen Frauen. So bei Bukhari berichtet eine Erzählung von Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, dessen Frau Darda bint Abi Darda war. Safwan hat Folgendes erzählt. Ich kam nach Damaskus, um sie zu besuchen. Ich fand Umm Darda im Haus. Aber Abu Darda war nicht da. Sie fragte, willst du zu Hajj gehen? Ich bejahte dies. Sie sagte, bete für mich. Der Prophet zu sagen pflegte, das Gebet eines Muslims für seinen abwesenden Bruder wird beantwortet werden. Wann auch immer er für seinen Bruder betet, es befindet sich ein Malaika, ein Engel, in der Nähe seines Kopfes. Der Amin sagt und er ergänzt, dass du das Gleiche haben sollst. Er Safwan sagte, ich traf Abu Darda auf dem Markt und er erzählte mir in seinen Berichten vom Propheten das Gleiche. Ja, guck mal, der geht besuchen und dann sagt er, willst du zum Hajj gehen? Und er sagt, ja. Und dann sagt er, bete für mich. Warum? Weil das Gebet für die abwesende Person wird beantwortet von Allah. Und jetzt gibt es einen Engel, der ist auf dein, über deinen Kopf. Er sagt, Amin. Das heißt, er bestätigt dein Gebet. Du sagst, oh Allah, gib dem Bruder oder der Schwester Gesundheit. Ein Meleke sagt, Amen, und für dich auch. Guck mal, ein Engel, was fehlerlos ist, was erschaffen worden ist von Allah Azza wa Jal, um wirklich nur zu dienen. Ja, das heißt, er ist Dienter. Ein Engel dient nur Allah Azza wa Jal. Dieses Geschöpf aus Licht, liebe Geschwister, sagt jetzt dasselbe Bittgebet für dich. Das heißt, nicht nur, du betest für die abwesende Person, was beantwortet wird, sondern, liebe Geschwister, es wird ein draufgesetzt und ein Engel macht dasselbe Bittgebet für dich. Das ist ein Hadith bei Bukhari. Und deswegen, liebe Geschwister, hat der Prophet a.s. uns sowas beigebracht. Er hat uns sowas beigebracht, wie ich am Anfang gesagt habe, damit wir den Gemeinschaftssinn bewahren. Weil dieses Denken an den anderen in der Abwesenheit ist wichtig, liebe Geschwister. Für den Muslim, für den Bruder, für denjenigen, der das Wort Bruder ernst nimmt. Wir sagen nicht zueinander Bruder, weil wir einfach Bruder sagen. Oder weil wir irgendwie zu viele bestimmte Filme gesehen haben und sagen zu Bro und Bruder und was weiß ich. Ja, ich weiß nicht, wie das auch in der Schweiz das gesagt, wenn man das sagt, so im Slang. Aber wir sagen das nicht einfach so. Ja, ich sage, ah, Salam Bruder, wie geht's Bruder? Aber meinen wir Bruder? Meinen wir wirklich dieses Wort Bruder? Weil unsere Brüderlichkeit, dass wir Brüder sind und dass wir Brüder und Schwestern sind, ist nicht, liebe Geschwister, durch Nation. Oder durch eine bestimmte Sprache oder Hautfarbe oder Gedanken oder was auch immer. Es ist, wir sind Brüder, liebe Geschwister, durch Allah Azza wa Jal. Das ist die Brüderlichkeit. Unsere Verwandtschaft ist heilig. Ist Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, ihr wart vorher Feinde gewesen. Und Allah hat uns zusammengebracht. Nicht wir haben uns zusammengebracht. Zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn du alle Mittel dafür genommen hättest, um sie zusammenzubringen, du hättest es nicht geschafft. Das Einzige, was sie zusammengebracht hat, war, was, liebe Geschwister? Die Aussage und der Glaube an was? An La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das hat uns zu Bruder gemacht. Das heißt, unsere Brüderlichkeit, liebe Geschwister, übertrifft die Brüderlichkeit durch Blut. Übertrifft die Brüderlichkeit durch Blut, weil dies Gesetz von Allah Azza wa Jal. Heilige Brüderlichkeit, liebe Geschwister. Und dann ist die Frage, die sich dir stellt, Bruder und Schwester, wenn du deine Person, wenn du die Person gegenüber dir steht, die sagt auch La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sagst du mit Ernsthaftigkeit zu dieser Person Bruder oder weil du das so beigebracht bekommst? Oder das arabische Wort Achi. Ja, sagst Achi, Achi. Ja, wir rufen uns gegenseitig Achi. Meinen wir? Oder Uchti, meinen wir das? Oder ist es nur ein Wort, was unsere Lippen verlässt, aber wir darüber nicht nachdenken? Das ist genau, ist das so geworden wie bei manchen Menschen, und das hat mir mein Religionslehrer vor Jahren gesagt. Und dann war ich, dass er die Wahrheit gesprochen. Er sagt heutzutage, wenn die Leute dich fragen, wie geht's, meinen die das nicht ernst. Die wollen gar nicht wissen, wie es dir geht. Ja klar, wenn draußen jetzt einen Jungen triffst und sagst, alles klar, wie geht's dir? Und sagst, mir geht's voll schlecht. Und du fängst an,
Wir würden sagen, guck mal, ich muss weg und so, weißt du, boah, krass, ruf mich an oder schreib mir. Ja, der will gar nicht wissen, wie es dir geht. Der will nur hören, ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, ja, mir geht's auch gut, wir sehen uns. Das ist nur so ein Auswechseln von Wörtern, von Sätzen geworden. Man meint das gar nicht ernst. Man will wirklich, ich will hier nicht verallgemeinern, ja, es gibt ja Menschen, die wirklich das vielleicht wissen wollen, aber im Großen und Ganzen sagt man, die meisten Menschen, die das so sagen, alles klar, wie geht's, das meint man gar nicht so. Und genauso frage ich jetzt uns Muslime, wenn wir sagen zueinander, Bruder, Assalamu alaikum Achi, Assalamu alaikum Bruder, meinen wir Bruder? Meinen wir das wirklich? Das heißt, wenn der meine Hilfe braucht, guck mal, Abu Hurairah radiallahu anhu sagt, Bruder, man ist erst dann Bruder, wenn ich meine Hand in deine Tasche tun kann, ohne dass du was Falsches denkst. Das heißt, ich gehe an deine Wertsachen, du hast hier dein Portemonnaie, dein Geld und ich tue meine Hand da rein und du denkst dir dabei nichts Schlechtes. Diesen Vergleich hat er gegeben, liebe Geschwister, der dir sagt, das heißt, dein Herz muss gereinigt sein über das Falschdenken deines Bruders und das Wort deines Bruders musst du damit ernsthaft umgehen. Wenn dein Bruder zum Beispiel dir sagt, ich habe das nicht gemacht, sollst du am Anfang dir es glauben, bis es was anderes sich beweist. Bis sich was anderes beweist. Warum, was sagte der Prophet a.s.? Auch ein Hadith, den wir gehört haben. Iyakum wa dhanna, fa inna dhanna akdhabu hadith. Wehe euch, die Vermutung, der wahrliche Vermutung ist die größte aller Lüge. Weil das öfters, wenn du Vermutungen hast, das meiste von einer Vermutung ist gelogen. Im Nachhinein beweist sich immer ein kleiner Teil, liebe Geschwister, von dieser Vermutung als wahr. Und davon können wir auch nur dann ausgehen, liebe Geschwister, wenn wirklich viele Menschen behaupten. Wo da auch nicht immer der Fall ist. Ja, viele Menschen behaupten Dinge über Muslime, die nicht stimmen. Ja, die wollten einen Schuh anziehen vom 9.11., weil es in Oslo passiert ist, am Anfang ist es auch Radikalismus, Muslim, Al-Qaida, was da für Wörter alle geschmissen worden sind. Ja, man vermutet immer gerne. Leider, liebe Geschwister, aber viele Menschen basieren nicht mehr auf das, was wirklich tatsächlich ist. Und viele Menschen glauben auch Vermutung. Darum, vor 1400 Jahren und mehr, sagte der Prophet, wehe euch die Vermutung. Wehe euch die Vermutung, denn die Vermutung ist die größte aller Lüge. Das heißt, der Muslim denkt erstmal positiv und geht davon aus, bis sich das Gegenteil beweist. Wir sind nicht in die Manun spionieren und bohren, bis sie irgendwas finden, damit die sagen können, dass es schlecht ist. Ich gebe euch ein Beispiel, wie ich wüsste, auch wenn das Thema ausweicht. Ich will das Beispiel geben, weil das ist, ich habe das mal früher mal den Leuten gesagt. Und als ich schon mal in Bosnien war, wir haben da Vorträge gemacht, hat mich eine Frau gesagt, ja, der Islam, so ist eine kroatische Frau aufgestanden, hat gesagt, der Islam, Terror, Merror und was auch immer. Diese ganze Horror-Szenarien, die die Menschen da im Kopf haben. Und sagen, ja, beim Fernsehen hört man dann so, man zeigt das so. Ich habe zu ihr gesagt, guck mal, leider arbeiten die Medien auf eine bestimmte Art und Weise. Ich gebe dir die Art und Weise. Und ich gebe einen Vergleich, das ist ein Ereignis, was darstellt, wie sie arbeiten. Und das ist Vermutung, und die machen uns, und die Leute nehmen das dann auch so. Man verkauft ihnen das so und die nehmen das dann auch so. Ein Mann und ein kleines Mädchen und ein Hund. Ein Mann sitzt auf dem Park, ja, genießt die Sonne, gute Aussicht, und ein kleines Mädchen kommt vorbei und ein Pitbull greift dieses kleine Mädchen an. Der Mann läuft hin und erschlägt den Hund tot und rettet das kleine Mädchen. Da, liebe Geschwister, kommen die Medien, sehen diesen Mann und kommen Leute und sagen zu diesem Mann, super hast du das gemacht, morgen wird im Fernsehen stehen. Nehmen wir ein Beispiel Schweiz, ja. Schweizer hat kleines Mädchen von brutalen Hund gerettet. Der sagt, ich bin aber kein Schweizer. Da wird er sagen, ist kein Problem, dann morgen wird in der Zeitung stehen, Europäer hat kleines Mädchen von brutalen Hund gerettet. Und der wird sagen, ich bin aber kein Europäer. Ja, ich bin Araber und ich bin Muslim. Und morgen stand in der Zeitung, brutaler Muslim, brutaler Araber, erschlägt der Hund von kleinen Mädchen. Versteht ihr, wie sie hingehen? Und so wird es gemacht. Bei uns in Gladbach gab es ja eine Zeit lang eine große Hetze. Da kam das Fernsehen dahin. Und was haben wir uns gedacht? Bevor wir das Fernsehen es erlauben, weil bei Allah, und Allah ist mein Zeuge dafür, uns haben Reporter bestätigt. Wir haben gesagt, es tut uns leid. Wir können die Wahrheit nicht zeigen. Wir haben gesagt, wir müssen unsere
unsere, wie die da nennen, diese Redakteure da, die dafür zuständig ist, wir müssen es so schnell. Die sagen, wir wollen die da haben, dass sie schlecht aussehen und wir wollen die da haben, dass sie gut aussehen. Und wir machen viele Aufnahmen, aber wir mussten das und das rauspixeln und ein Bild erschaffen, was dann am Ende der Redakteur sagt. Ich kann nichts dafür, sagt er. Den hat das wirklich leid getan, weil er die Wahrheit gesehen hat, dass es nicht so ist, wie man es erzählt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, damit wir es nicht einfach machen können, oder es nicht einfach lassen, wenn sie mit ihren Kameras kommen, nehmen wir auch auf. Dann haben wir die Brüder beauftragt, dass die alle, ob Handy, Mandy, was auch immer, für heute gibt es ganz alles mit aufnehmen, ja, nimm einfach auf. Geh und nimm den Reporter auf, wie der Fragen stellt, wie der, was er macht, wie der reagiert. Nimm ihn auf. Und wenn sie kamen, dann kamen so 10 Geschwister vor, die alle hatten auch Handy und die waren ja mal aufnehmen. Das darf man gar nicht machen. Warum darf man das nicht machen? Weil danach wird das so gedreht, als hätten wir versucht, diese Menschen zu töten. Jetzt kommt der Bericht von diesem Fernsehthemen im Fernsehen und die sagen, unsere Reporter haben schlimme Sachen erlebt. Fängt die Reporter jetzt diese Moderatorin. Unsere Reporter haben schlimme Sachen erlebt in ihrem Leben. Sie wurden beworfen mit Steinen. Man hat sie angespuckt. Man hat sie geschlagen von der Braunisten und Rechtsradikalen und so. Bis man hat sie alles Mögliche hat sie gejagt. Aber was sie in Gladbach erlebt haben, haben sie nirgendwo erlebt. Das können sie selbst sehen. Und was siehst du? Gar nichts. Du siehst nur Leute, und das ist doch im Bericht, ist lächerlich. Du siehst nur Leute, wie die Reporter aufnehmen. Und die Reporter stellen Fragen, die stellen Gegenfragen. Das war's. Und das war das Schlimmste, was sie je erlebt. Guck mal, aber dieses im Voraus, was sie gemacht hat, diese Moderatorin, das ist am Kopf der Person, die das sieht. Und dann sieht er das mit anderen Augen. Und natürlich schneiden die das so, dass vielleicht ein, zwei, drei Leute geschrien haben und geantwortet oder sagen, ah, lass mich in Ruhe, was auch immer. Und dann wird das Bild erschaffen, was man erschaffen will. Genauso wie mit dem Beispiel mit dem Mund, dem Mann und das kleine Kind. Und verdrehte Sachen. Aber wie gesagt, ich will nicht ganz auch vom Thema ausweichen. Gehen wir auf das Thema, was wir hatten. Um das Gebet, liebe Geschwister, in der Abwesenheit. Wir haben gesagt, ein wahrer, ehrlicher Muslim, der denkt gut von seinem Bruder. Und er versucht immer das Gute zu denken und von den Menschen im Allgemeinen. Wenn wir ein Mensch sind, der ist nicht Muslim, wir wünschen den Islam. Weil wir wissen, der Islam ist die Rettung vor ewiger Hölle. Und das ist der Islam, liebe Geschwister, ist das Geschenk am jüngsten Tag, dass du dann ewig ins Paradies kannst. So, und deswegen, liebe Geschwister, der Muslim, für den Muslim ist wichtig, ist, dass er was macht? Sein Bruder erwähnt in seinem Dua, während sein Bruder nicht mehr bei ihm ist. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, auch wenn manche diesen Namen gehört haben und vielleicht sagen, Abdul Wahhab, was ist los? Also, Sheikh Mohammed, könnte ich auch sagen, weil so hieß er im Endeffekt, hat was Schönes mal gesagt über Tawhid. Er hat gesagt, die Leute des Tawhid, die mögen sich und lieben sich für Allah und ihre Herzen sind zusammen, auch wenn sie weit voneinander sind. Auch wenn sie weit voneinander sind. Das heißt, ich bin in Deutschland, in Mönchengladbach, ihr seid hier in Bern, aber wir glauben an einen Herrn, an denselben Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir bestätigen dasselbe, unsere Herzen sind zusammen. Und wir erwähnen uns in unsere Bittgebete, liebe Geschwister, auch wenn ich nicht gerade in Bern bin oder wenn ihr nicht gerade in Gladbach seid. Das ist hiermit gemeint, liebe Geschwister. Und einmal ein Mann sprach und sagte, oh Allah, vergib nun mir und dem Propheten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, du hast sie, die Barmherzigkeit zu vielen Menschen vorenthalten. Das heißt, liebe Geschwister, damit lehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Islam einen Muslim verbietet, nur um Gutes für sich selbst zu ersuchen. Dass er hat gerade das Gute, die Vergebung, und bi'idhnillah ta'ala, davon werden wir heute auch noch hören, weil ich wollte auch auf das Thema Vergebung eingehen. Liebe Geschwister, der wollte diese Gute, diese Gütigkeit nur für sich haben. Und den Propheten, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Du hast diese Rahma, die Barmherzigkeit, die von Allah, die Barmherzigkeit von Allah ist weit, die umfasst alles, liebe Geschwister, hat er gesagt, hast du vorenthalten von den Rest der Menschen oder von vielen Menschen. Und so sagte, so lehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, dass man die Güte nicht nur für sich ersucht, auch wenn du den Propheten dabei erwähnst. Er wurde ja selber erwähnt in dieser Dua. Aber nein, er hat ihn trotzdem getadelt. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für mich, für dich, dass wir was, wenn wir gleich zum Beispiel Salat al-Asr, das Nachmittagsgebet, eintrifft,
und wir werden uns vor Allah stellen und wir werden unser Gebet beginnen mit Takbir. Und wenn wir dann die Position des Sujud erreichen, ich schätze da diese Niederwerfung, den nächsten Ort, und wir müssen uns das wirklich so vorstellen, den nächsten Ort zu Allah, und dann willst du sprechen, willst du sagen, dann willst du verlangen, und was sollten wir machen? Ich denke mir, wir sind nicht hier jetzt alle Muslime aus Bern zusammengekommen. Einige fehlen, die vielleicht hier auch kennen. Erwähnen wir diejenigen, die nicht bei uns sind. Erwähnen wir die Person, die nicht heute mit dir ist, in dein Bittgebet. Denn das Bittgebet, diese Dua, sagt der Prophet, Hadith al-Bukhari, ist das schnellste beantwortete Gebet bei Allah Azza wa Jal. Und du wirst einen Meleke haben, er wird für dich sagen, Amen, und das Gleiche für dich. Er wird für dich auch das Bittgebet sprechen. Es ist eine Sache, liebe Geschwister, die geht weg mit der Zeit. Wenn wir das nicht wiederholen und uns erinnern, dafür ist Erinnerung da. Wenn wir es nicht wiederholen und erinnern, es geht weg. Der Mensch ist leider vergesslich. Der Mensch ist vergesslich. Wir vergessen sehr schnell. Ich habe das mal, liebe Geschwister, mal gehabt in der Moschee, haben wir einen Unterricht gemacht über einen Hadith. Und wir haben den Hadith erklärt, etc. Und dann habe ich den Bruder, saß da, so haben wir ein bisschen gequatscht nach dem Vortrag. Kamen wir zum Quatschen, erzählen, was auch immer. Und dann sagte ich so, aus Spaß, mein Bruder, weißt du noch, wie der Hadith ging? Die wir eben besprochen haben, weiß ich nicht mehr, sagt er zu mir. Versteht ihr? Das, man vergisst sehr schnell. Deswegen rate ich jeden Bruder und jede Schwester, willst du Dinge behalten? Man nennt das Ilm biqalam. Ilmun biqalam, liebe Geschwister. Das Wissen mit dem Stift. Willst du Dinge dir merken, schreibe sie auf. Glaub es mir. Hast du es nicht geschafft, heute aufzuschreiben, eben wo Abu Jibril gesprochen hat? Weil wenn wir uns jetzt hinsetzen und fragen, alles, was der Abu Jibril gesagt hat, werden wir uns nicht an alles erinnern. Mit Sicherheit. So, und egal wie stark man ist oder wie man studiert man ist, man verhilft sich damit. Dann bleiben diese Sachen auch hängen, wenn du die aufschreibst. Weil du hörst und schreibst gleichzeitig, du liest das gleichzeitig. Das sind mehrere Prozeduren, die passieren, liebe Geschwister. Das heißt, prozentual behältst du auch mehr. Behältst du auch mehr. Deswegen ist es wichtig auch, dass man diejenige Person im Vortrag sieht vielleicht. Weil wenn wir jetzt einen Audio-Vortrag auch machen würden, es wird noch schwieriger sein, Dinge zu merken. Das können noch weniger Leute. Von Audio-Vorträge zu lernen. Weil das Bild, was du siehst, das bleibt auch nochmal in deinem Kopf. So lernst du prozentual nochmal mehr. Deswegen ist das wichtig für dich, ich weiß nicht, ob das hier zur Hand habt, dass man immer, weil wir haben diese getrennte Räume, dass Videoaufzeichnung da ist. Dass die Schwestern es auch sehen, damit sie sich auch konzentrieren können. Weil sonst, wenn du nicht siehst, was passiert, man fängt links und rechts zu sprechen, zu reden, beschäftigt, man guckt die Wand an, den Bau der Moschee oder des Gebäudes, betrachtet Dinge. Und man hört gar nicht mehr hin. Man hört vielleicht mit einem Ohr hin. Aber wenn du sehen kannst, hören, schreiben, liest gleichzeitig, glaub es mir, du wirst mehr von diesen Dingen haben. Und wir sagen das aus Erfahrung. Ich kann mich erinnern, liebe Geschwister, ein Bruder, hat mich mal, hat einen Vortrag gemacht über eine bestimmte Sache und hat eine bestimmte Sure, einen bestimmten Vers und einen Zusammenhang erwähnt. Und das habe ich immer gesucht. Ich habe es immer gesucht. Und zu Banner, den Tag, habe ich mitgeschrieben und der Bruder ist kein Schicht gewesen oder so. Ein ganz normaler Bruder, der ein Thema vorbereitet hat und uns mitgegeben hat. Deswegen, nie zu gut oder dafür zu sagen, sagst du, ja okay, ich empfehle natürlich, bei mir muss keiner mitschreiben, wenn du ein Video hast, kannst du das zu Hause machen, ist ja kein Problem. Ich sage dir nur, was ich selber erfahren habe. Und ich war in der Moschee, ich habe gesagt, egal, ich schreibe mal mit, was der Bruder erzählt, weil das Thema hat mich interessiert. Und dann habe ich aufgeschrieben, die Sure, den Vers, den Zusammenhang, den ich lange auch gesucht habe. Und nie darauf gekommen bin irgendwie. Und am nächsten Tag ruft mich ein Bruder an. Sagt, Walia so und so, ach, kennst du noch das und das, wo eine Sache mit Ibrahim alayhi salam, mit Surat Ibrahim und mit Mimbar aus Feuer etc. am Yom al-Qiyamah? Ich so, ja, klar, warte mal ganz kurz. Aufgeschlagen, ich habe gesagt, das so, das ist da, das wird dazu gesagt. Ah, barakallahu fik. Hätte ich es nicht aufgeschrieben, ich wusste, ich hätte das wieder vergessen gehabt. Ich hätte das wieder vergessen, ich hätte wieder gesagt, ja, ich muss selber nochmal nachschlagen, warte mal. Das ist wirklich, es hilft sehr, liebe Geschwister. Wir wollen uns ja selber verhelfen zum Guten. Und ich gebe euch Dinge mit, die wir selber erfahren haben. Ich kann ja sagen, wenn ich durch meine Regale gehe, wo ich meine Bücher habe und so, wenn ich dann Sachen heraushole, die ich aufgeschrieben habe während einem Vortrag, auch wenn du die wiederholst, das kommt viel schneller nochmal hoch, dann du hast das ganze Bild nochmal vor dir. Du hast nochmal das ganze Bild vor dir, diese Erinnerung.
Und dann wirst du sehen, dass solche Papiere, die auch vielleicht sehr alt sind, sehr wertvoll für dich sein werden. Sehr wertvoll. Deswegen, liebe Geschwister, nochmal als Nasihat von mir zu euch, wenn ihr gewisse Dinge behalten wollt, wenn ihr gewisse Dinge euch, die euch wichtig erscheinen, ist es sehr, sehr schön, wenn man das dann auf diese Art und Weise macht. Wenn man die Möglichkeit heute nicht hat oder man sagt, oh, ich habe vergessen, Sachen mitzubringen, ist kein Problem. Dann, die Sachen werden ja aufgenommen, wie sie dann im Internet gesetzt, da kann man sich die nochmal anschauen. Und so kann man die Dinge bewahren. Weil, liebe Geschwister, wenn man das richtige Verständnis in der Religion haben will, muss man Dinge lernen. Muss man Dinge, es tut sich nicht, wenn man nur einmal einen Vortrag besucht. Es hat sich nicht damit getan. Es ist eine ständige Sache, liebe Geschwister, die man machen sollte. Damit man auch Dinge begreift und dass man auch stabil wird. Sonst wird man wie so ein Tischtennisball, der wird von einem aus zum anderen geschmissen oder geschlagen. Dann ist man dann da und morgen ist man dort und übermorgen dort. Aber nein, Alhamdulillah, der gerade Weg im Islam hat ein Verständnis, eine Art und Weise, hat Dinge, liebe Geschwister, Bedingungen, Bestimmungen, die da sind. Und die sollte man lernen. Und es gibt Wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Talibul ilmu faridatu ala kulli muslim. Das Wissen erwerben ist Pflicht für jeden Muslim. Es gibt Wissen, was man lernen muss, als Muslim und lernen sollte und sich dafür anstrengen, soweit deine Möglichkeiten da sind. Und wir haben Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten. Heute brauchst du nur mit dahin reinzugehen. Hast du alles auf verschiedene Sprachen vor dir. Kannst du anhören, lesen, ausdrucken, nochmal lesen, anstreichen, was auch immer. Also Möglichkeiten sind da. Deswegen gibt es Dinge, die man lernen sollte. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah Azza wa Jalla von mir und von euch annehmen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala alle Muslime und Muslimas auf dieser Welt vergeben, ihre Sünden vergeben. Und möge Allah Azza wa Jalla ihre gute Taten annehmen und sie ins Paradies bringen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns vergeben und unsere gute Taten annehmen.